Hey Leute, ich bin's Martin und ich habe für euch heute wieder die besten Schmankerl aus Folge 7 von Alone mitgebracht. Wichtig, die ganze Folge könnt ihr auf RTL Plus anschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was gibt's heute? Ich gebe euch heute mal eine ganz exklusive Roomtour. David baut sich ein Netz und versucht damit Fische zu fangen. Wir schauen uns mal an, was Falks Krabbenfalle macht und vielleicht wie viel Krabben er damit fängt. Und ich verspreche euch, wenn ihr die letzte Folge schon gemocht habt, wegen meinem besonderen Fisch, werdet ihr diese Folge lieben. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und starten mit Tag. Und heute ist Tag 22. Wie ihr 21. hört, es regnet wieder abnormal. Ja, was kann man da machen? Also es hat hier schon wieder 4 oder 5 Tage geregnet und es ist auch kein Ende in Sicht, so viel kann ich schon mal sagen. Ich bleibe heute den ganzen Tag im Shelter. Ich habe die Gardinen zugezogen, ich habe die Rollladen runtergelassen, ich habe die Markisen eingezogen und ich habe den Pool abgedeckt. Und ich gebe euch jetzt mal eine Roomtour, wie es bei mir hier in meinem Shelter aussieht. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ich habe ja ein Extra-Tarp mitgenommen, das ist sehr, sehr robust und stabil. Das habe ich zur Wetterseite ausgerichtet. Sprich, das ganze Wetter kommt eigentlich von da und donnert voll auf das starke, stabile Tarp drauf. Wenn ihr mal im Wald seid und wisst nicht, was die Wetterseite ist, schaut einfach, in welche Richtung die meisten Bäume umgefallen sind, weil genau von da kommt der meiste Wind. Das Tarp, was wir bekommen haben, das habe ich hier, ja, zur anderen Seite ausgerichtet. Die andere Seite war zur Meeresseite. Und ich habe das so gebaut, dass ich hier einen Schornstein habe. Wenn ich hier Feuer mache, zieht der Rauch hier hoch und zieht hier wunderschön ab. Ihr habt die Holzdinger gesehen? Die konnte ich natürlich auch näher zusammenschieben, weiter entfernen und so das Loch quasi des Schornsteins einstellen. Ich konnte die aber auch komplett rausnehmen und ich habe es ja auch schon mal erklärt, ich hatte so einen Seilzugmechanismus, konnte ich das komplette Shelter zuziehen, so dass halt da kein Wind reinkommt, kein Regen reinkommt und das Ding im Endeffekt, ja, ein Bunker wird. Und das habe ich da draußen auch echt gebraucht. Damit kann ich eben auch Feuer machen, wenn das ganze Zelt zu ist. So, die Wand. Übrigens, die Wand, man sieht es jetzt tatsächlich nicht so richtig, aber ich habe ja die Stämme auch so angelehnt. Und da ist der Baum noch dazwischen. Ich habe mir hier, ich erkläre es gleich, also hier ist mein Notausgang, den erkläre ich gleich. Aber hier habe ich mir meine Notfallzone eingebaut. Sollte es mal richtig krass gewittern und richtig hart der Wind gehen, dass ich mich so ein bisschen in die Ecke reinsetzen kann, dass der Baum gibt mir Schutz, die Konstruktion von meinem Shelter gibt mir Schutz und hier hatte ich so einen kleinen Safety Room, nennen wir es einfach mal so. Habe ich so hochkant eingerichtet. Das ist mein Das hat einen Notfallausgang. Grund, das ist meine Notfallwand. Yes, Wenn sage ich ich dir. mal wirklich flüchten muss, renne ich hier voll dagegen, da fliegen die Dinger um und ich bin draußen. Hier haben wir mein Bett mit meiner komfortablen Matratze. Ich habe hier alle Klamotten drunter, die ich nicht brauche, als Polster und auch unten habe ich meine Gummistiefel quergelegt, dass meine Füße immer warm sind. Die Füße einfach auf die Gummistiefel drauf. Es ging darum, die Füße mussten von den Holzstämmen weg. Die Holzstämme, die waren sackkalt. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als kalte Füße da draußen zu haben. Vor allem im Schlafsack, vor allem wenn du schlafen möchtest, das raubt dir den Schlaf. Ja, dass die nicht direkt auf dem nassen, kalten Holz sind. Und ich habe mir Handschuhe aus Gummi mitgenommen und da habe ich Wasser reingefüllt. Das sind sozusagen meine Trinkwasserreserven. Und habt ihr schon mal aus Besamer-Handschuhen getrunken? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt wird es ein bisschen privat. Die Wand, die ist sehr speziell. Ich habe hier eine kleine Ecke. Das ist meine Pieselecke. Wenn ich in der Nacht mal aufstehen muss und mal pieseln muss, dann genau durch das Loch. Das hat erstmal den Grund, ich muss nicht rausgehen. Zweitens, das ist direkt neben Eingang. Auch vom Geruch her, ich möchte mir halt damit irgendwelche Tiere fernhalten. Riecht es deswegen in meinem Shelter nach Urin? Nein, das tut's nicht, weil der Baum ist ja nass und spült quasi den Urin in die Erde rein und damit riecht es in meinem Shelter nicht nach Urin. Ich musste bloß ein bisschen aufpassen. Ihr seht hier die orange Schnur, die war von meinem Seilzugmechanismus. Also da musste ich halt, ja, das durfte ich halt nicht treffen. Und ja gut, selbst wenn, ist egal. Aber das ist halt saugeil, wenn du abends aufstehst oder nachts
und es regnet draußen, gehst du einfach hin, packst ihn aus, hältst ihn raus und los geht's. Und du wirst halt einfach nicht nass und kannst dich dann wieder trocken in deinen Schlafsack legen und einfach wieder weiter schlafen. Mega. Toll, oder? Und das war's mit meiner Roomtour. Also, ciao, ciao. Ja, jetzt sagt mal, was haltet ihr von meinem Shelter? Vielleicht mache ich auch das eine oder andere noch dran. Schauen wir mal. Aber ich kann euch sagen, bis dahin hat er mich trocken gehalten, der hat mich warm gehalten, der hat mir Schutz gegeben. Genauso soll es sein. Ich war mit dem Ding super zufrieden. Und gehen wir zur nächsten Szene. Während ich euch eine Roomtour gegeben hat, kam David auf eine vielleicht sinnvollere Idee. Und die zeigt er uns jetzt mal. Es regnet. Der Regen bindet mir ziemlich viel die Hände. Beschäftige mich irgendwie ein bisschen. Aber viel kann ich derzeit nicht machen. Ich habe mir überlegt, dass ich doch hier drin mein Netz anfange. Weil nur rumhocken den ganzen Tag geht auch nicht. Gut. Die Schnur ist angeknotet. Wir durften ja prinzipiell auch, oder wir hätten ein Netz mitnehmen dürfen, aber wir dürfen uns natürlich auch selber Netze bauen, aber die dürfen wir nur als Wurfnetz verwenden. Nicht als Stellnetz. Es wäre natürlich ideal bei meinem Lachsfluss, wo noch die ganzen Lachse da waren, Stellnetz hingestellt, hätte ich mega viel. Also hätte ich mit Lachsen gar keine Probleme mehr gehabt. Aber so sind die Regeln, ist okay. Und damit möchte ich jetzt ein Wurfnetz bauen. Ich finde es geil und er zeigt uns mal, wie er das macht. Übrigens, was ihr hier seht, das ist eine Netznadel, ist im Endeffekt ein Stück Holz. Schnitzt hier zurecht und machst dann so eine Aussparung, ich fahre mal das mit der Maus entlang, so eine Aussparung rein, wo du deine Schnur drauf wickeln kannst und dann gehst du einfach über diesen Paracord, diese Trägerschnur, drüber, drunter, durch und knüpfst so ein Netz. Dauert sehr, sehr lang, aber gut, ich meine, man hat da draußen sowieso nichts anderes zu tun. Und jetzt kann ich diese Leine entlang, die hier einfach Stück für Stück anknüpfen. Zack, 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 zack. Ich glaube, das ist der Trick hier. Muss ich beschäftigen. Ich glaube, selbst wenn am Ende das ganze Netz keinen Fisch bringt, ich hoffe es natürlich wirklich, aber so oder so ist das Netz so auf jeden Fall kein Fehler, weil die Beschäftigung, die mir das Ding hier bietet, das ist auch was wert. Das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, ist, wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 Tage wieder im Shelter sitzen, es prasselt ständig auf dieses Shelter drauf. Es hört sich total blöd an, ja, aber man fühlt sich, als wenn man in einer Trommel steckt und jemand haut die ganze Zeit auf die Trommel drauf. Das macht einen komplett Kirre in der Birne. Und wenn man sich da einfach ein bisschen beschäftigen kann, ein Netz knüpfen kann, eine Roomtour machen kann oder was auch immer, lenkt das wahnsinnig von den ganzen Trommeln ab. Und vor allem, es lenkt auch ab von der Einsamkeit, weil man keine Zeit hat, an irgendwie Familie etc. zu denken. Eigentlich geht's immer. Ich habe eigentlich bisher nicht groß Heimweh gehabt. Aber Nicole hat heute Geburtstag. Seine Freundin. Und ich habe sie schon oft allein gelassen an ihrem Geburtstag. Und es tut mir heute besonders weh, um ehrlich zu sein. Guck, das ist sie. Sind sie nicht süß? Vermisst dich ganz arg, Süße. Gell? Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Ansonsten mache ich an meinem Netz weiter. Aber es ist tatsächlich ein Punkt, wenn du dann weißt, die Freundin hat Geburtstag, du kannst nicht dabei sein. Das nagt da draußen nochmal mehr an einem, weil man einfach glaubt, jetzt bin ich schon wieder nicht da. Ich habe schon wieder an ihrem Geburtstag nicht teilnehmen können. Ist sie jetzt traurig wegen mir? Ja, das ist uncool. Das macht die Situation da draußen nicht besser. Ja. Ja. Aber der Mann weiß sich abzulenken. Man munkelt, dass das Echtzeit ist. Deshalb habe ich beschlossen. Aber da Nicole Geburtstag hatte und David ja auch ein bisschen feiern wollte, gönnt er sich jetzt mal den ein oder anderen Schmaus. Der Sack. Tag 25, ich beginne mit meinem Pemmikan. Pemmikan ist ja so getrocknetes Rinderfleisch, das zerstampft man dann, das vermixt man eigentlich dann mit Rindertalg. Also es ist sehr fettreich, das ist sehr eiweißreich. Und oftmals kann man auch noch so ein paar Beeren mit reinmischen, um nochmal so ein bisschen süßen Geschmack mit reinzubekommen. Das ist eine absolute Nährstoffbombe. Und David hatte den getrockneten Pemmikan als einen seiner 10 Gegenstände mitgenommen. 1 Kilo, ja, schmecken lassen. Wenn ich jeden Tag einen Riegel esse, kann ich theoretisch bis Tag 65 jeden Tag einen Riegel essen. Finde ich auch gut. Eine richtige Fettschicht drauf. Ja. Richtig geil. Genieß es. Wir. Ja, was soll ich sagen? Oh.
Ich glaube, ich brauche gar nicht viel zu sagen, wenn ihr jetzt gleich die nächste Szene seht. Ich beneide David um seinen Pemmikan. Sehen könnt, Tag 26 begrüßt uns mit Liquid Sunshine. Es regnet mal wieder. Ich glaube, das ist schon wieder der 7. Tag Regen in Folge. Yeah. Ich lasse mir meine gute Stimmung nicht versauen, weil ich gehe jetzt trotzdem zum Fluss und werde heute einen Lachs fangen. Und den werde ich mir dann fürstlich über dem Feuer braten und dann werde ich mir den schmecken lassen. Ja, Alter, das denkst du. Aber Leute, ganz wichtig da draußen ist, versucht eure gute Stimmung beizubehalten. Weil das da draußen ist echt ein mentaler Kampf. Und wenn ihr dann anfangt, schlechte Stimmung zu haben, dann macht ihr euch selber fertig. Ja, macht das nicht. Gute Laune muss sein. Bleibt euch treu. Was ist denn hier passiert? Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Seht ihr den großen Stock? Das ist meine Fliegenroute. Genau daneben hatte ich meine andere Route. Die ist weg. Die gute Route, ihr erinnert euch, mit der Spule, mit der dicken Schnur, mit meinem Jig dran, mit den Haken dran, weg. Da guckst du erstmal blöd aus der Wäsche. Nee, oder? Kann nicht sein. Ach, die Scheiße. Ich kann es mir nur so erklären, es hat ja eine Woche über geregnet gehabt und dann kam anscheinend mal eine Sturzflut und hat mal diesen ganzen Fluss komplett durchgespült. Und das Wasser muss auch bis hier hochgegangen sein, weil ich hatte meine gute Route, hatte ich tatsächlich hier draufgestellt. Man sieht es hier ein bisschen an den Blättern, also das Wasser muss mindestens so hoch gewesen sein, weil eben da die ganzen Blätter dran sind. Oh, hätte es mir diese scheiß Fliegenroute weggespült, wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Aber mir hat es meine gute Lachsroute weggespült, mit der ich eigentlich, ja, mit der hatte ich meine ganzen Lachse gefangen. Mega, mega ärgerlich, aber so ist es da draußen. Wichtig ist auf jeden Fall, sich nicht da unterkriegen zu lassen. Es muss weitergehen. Planänderung und ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es ausgeht. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können. Und das war genau die Chance, wie ich hier Lachse fangen kann. Ja, die ist damit nun ade. Einen blöden Stock kann ich mir auch echt nochmal selber machen. Aber die starke Schnur ist weg. Und die kommt nicht mehr wieder. Ich bin dann ein paar Mal den Fluss hoch und runter gelaufen, weil ich gedacht habe, vielleicht hängt sie irgendwo in irgendeinem Baumstock mit drin. Irgendwo, keine Ahnung, nicht gefunden. Die muss es komplett bis ins Meer gespült haben. Ja, ich habe sie dann abgeschrieben. Mist. Den Hunger hatte ich aber trotzdem noch. Und ich wollte und ich konnte nicht ohne Fisch nach Hause gehen. Ich habe es euch ja das letzte Mal schon gesagt, wenn die Lachse in die Süßwasserflüsse ziehen, da fangen die an, am lebendigen Leib zu verfaulen, bis sie dann auch sterben. Ich habe hier mal wieder ein paar schöne Exemplare zusammengesammelt. Ich habe jetzt hier zwei Lachse. Was mir an denen nicht gefällt, ist, dass die Augen so ein bisschen eingefallen sind. Das ist eigentlich ein Zeichen für, dass er schon älter ist. Ist er auch. Auf der anderen Seite habe ich den hier, eigentlich die zwei. Da sehen die Augen besser aus, aber die Haut nicht so gut. Ja, dann habe ich noch den hier theoretisch. Der ist schon hinten schön vom Bär angefressen. Selbst der Bär hatte keine. Ihre Kadaver sind aufgrund von Verwesung auch für andere Tiere ungenießbar. Jetzt ratet mal, wer der einzige Bekloppte da draußen ist, der sowas in sich reinbulkst. Ich hab Bock drauf, also ich glaube, der ist raus. Aber ich werde jetzt mal anschneiden. Aber was soll's, wenn man Hunger hat. Warum? Martin, warum? Ja. Macht sowas nicht nach, Kinders. Oh, Leute. Also sie sehen besser aus als sie riechen. Echt zu eklig. Ja, jetzt habe ich vier Stücke. Aber die muss ich richtig durchbraten oder kochen. Am besten braten, weil kochen hat immer noch einen gewissen Geschmack. Also kochen ist prinzipiell besser, weil da halt die ganzen Nährstoffe im Topf bleiben. Das Wasser kannst du noch trinken. Einfach energietechnisch deutlich besser. Problem war der Geschmack. Wenn du die halt schön brätst, die über dem Feuer, verlierst du zwar ein bisschen Fett, aber der Geschmack geht auch raus. Ich kann euch sagen, ich habe manche Stücke gebraten, aber die allermeisten, die habe ich einfach gekocht.
bisschen mit Seetang noch vermischt und dann einfach Augen zu und durch. Ja, natürlich, ich habe da natürlich auch noch die Augen rausgeschnitten, die habe ich mitgenommen, die Haut habe ich natürlich mitgegessen. Also ich habe alles, was irgendwie essbar war, habe ich mitgenommen und eben auch verwertet. Was mache ich mit dem anderen Lachs? Ich gucke mir zumindest mal an. Boah, seht ihr, wie der gelbe Safttischen rausläuft? Nur angeschnitten, kurz drauf gedrückt, kommt die gelbe Brühe raus. Also der ist deutlich schlimmer. Boah. Es zerfließt richtig, das Fleisch. Ich kann das hier komplett zum Mus drücken. Ja, das Fleisch war so wie ganz flüssiger Pudding irgendwie. Ja, so, dass es gerade noch zusammenhält und nicht aus der Hand fließt. Oder wie ganz, ganz flüssiger Grießbrei. Kaum in der Hand gehabt, das Zeug ist auseinandergelaufen. Ja, das war schon zu viel. Die anderen waren schon zu viel, aber der war nochmal eine Nummer stärker. Was bringt es mir, wenn ich jetzt das Ding esse? Und hab dann eine übelste Fischvergiftung und bin dann vielleicht eine Woche oder so krank. Davon abgesehen, da wäre ich sowieso raus aus der ganzen Geschichte, ja. Das ist mir nicht wert, den lasse ich hier. So wird man vom Jäger zum Aasfresser. Schon erschreckend, aber hilft ja nichts. So versuche ich mich über die Runden zu halten. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin auf den Geschmack gekommen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Hunger macht einen da draußen fertig. Der lässt sich nicht schlafen, der nimmt dir die Kraft am Tag, der Hunger, der schwirrt dir die ganze Zeit durch den Kopf und du denkst wirklich nur ans Essen. Der macht einen wirklich verrückt. Um überhaupt schlafen zu können, wenn ich nichts zu essen hatte, habe ich mir immer einen großen Pott Wasser gekocht, keine Ahnung, 1,5-2 Liter und habe den dann schön vorm Schlafengehen mir komplett reingepfiffen, um meinem Körper einfach vorzugaukeln, hey, da ist was im Magen, ich habe was gegessen und das hat mich wenigstens etwas schlafen lassen. Deswegen war ich umso froher, wo ich diese Stücken Lachs da gesehen habe. Und na klar schmecken die nicht, na klar riechen die scheiße, ja. Aber da heißt es draußen, lieber widerlich als wieder nicht. Deswegen musste der Lachs mit und den habe ich dann auch gegessen. Ja, und der gelbe Beutel war mein Kühlschrank. Ich habe da den Lachs rein, habe den mit zu meinem Shelter genommen und hatte ich eine Quelle. Die Quelle war so ziemlich das sauberste und das kühlste Wasser, was ich finden konnte. Und da habe ich den Fisch gelagert. Ich habe dann jeden Tag so ein halbes Filet rausgenommen. Heißt aber auch, dass der Lachs dann nochmal vielleicht 5 Tage, vielleicht 6 Tage drinnen lag, bevor ich ihn gegessen habe. Glaub mir, das hat den Geschmack nicht wirklich besser gemacht. Aber du bist da draußen froh über jedes Stück Nahrung, was du finden kannst. Und so ein Lachs ist halt einfach der heilige Gral da draußen. Deswegen musste der mit, deswegen musste ich den essen. Der hat mega scheiße geschmeckt. Ich empfehle es auch niemandem, das nachzumachen. Aber in dem Moment brauchte ich einfach das Essen und die Energie. Wie ihr wisst, hat sich Falke in der letzten Folge eine mega geile Krabbenfalle gebaut. Ja, die hat er dann zu Wasser gelassen. Und jetzt schauen wir mal rein, was aus seiner Krabbenfalle geworden ist. Da hinten sieht man sie. Komplett zerfetzt das Ding. Paracord verloren, Krabbenfalle verloren. Alles für den Arsch. Es war einfach viel zu windig, es gab viel zu viele Wellen und die Brandung war einfach zu hart und da hat halt ein Falk seine Krabbenfalle zerspreiselt. Super ärgerlich, weil da natürlich auch viel Arbeit drin steckte. Aber ihr seht hier, auf Vancouver Island tritt ein Sturm mit Böen bis 100 km/h ein. Ja, das ist eine ganze Menge. Ich will doch nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, von der Windgeschwindigkeit war das wahrscheinlich nicht der stärkste Sturm, der auf uns treffen wird. Haut mir die Schnüre hier vom Baum. Ja, Schnüre sind auch weggeflogen. Scheiße. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein Haken und alles fliegt nur durch die Gegend. Ja, kacke. Ja. Ausrüstung verloren, Falk war noch angeln zwischendurch. Das ist auch nicht besonders gut ausgegangen, das ist super demotivierend. Aber Falk ist ein Kämpfer, Falk wird dann halt wieder zum Sammler. Der Sturm. Ein Tag später ist das jetzt. Jede Menge, ja, Bullkelb angespült. Und einmal diese Linguini. Diese Streifen, die echt lecker sind. Die schmecken echt gut und vor allem die schnurpseln so schön, ja. Die waren gut. Die man wirklich gut essen kann. Ich weiß gar nicht, mit was das vergleichbar ist. Vielleicht so mit
Ja, mit Möhrensalat oder sowas. Alter, wie schmecken denn die Möhren in Hamburg? Okay. Diese Nacht? So Leute, jetzt sind wir am Tag 27. Es hatte die ganze Zeit geregnet gehabt. Dann gab es einen Nachmittag mal so ein bisschen Sonnenschein, weniger Regen. Dann kommt Tag 27 und ja, so gegen 15 Uhr haben wir per Yellow Brick die Benachrichtigung bekommen. Leute, so nach dem Motto, das Wetter von der Woche davor, das war Kindergarten. Heute Abend geht die Post ab mit extremen Warnungen, von Sturm, extremen Regen. Ja, juhu. In den nächsten Nächte soll es wahnsinnig viel regnen. Ja, also extreme Regenwarnung haben wir bekommen und Sturmwarnung. Das heißt, extreme Winde. Und ja, Winde mag ich hier draußen ehrlich gesagt nicht so. Winde sind total kacke, weil da kannst du nichts gegen machen. Wenn dir so ein Baum auf die Platte fällt, da bist du platt wie eine Flunder. Da hast keine Chance. Und ich hatte hinter mir, da gab es schon so ein paar Bäume, die nicht besonders vertrauenserweckend aussahen. Da hast halt echt keinen Bock, so ein Ding auf die Rübe zu bekommen. Wie ist der Plan? Ich nenne es Mission Donnerbalken. Machen wir es einfach mal, oder? Ich erkläre es gleich. Jetzt sieht man endlich auch mal ein bisschen diesen Stich, diesen Hang, den ich jedes Mal hoch und runter musste. Also hier unten war das Wasser und ja, das war schon nicht ganz ohne. Ich hatte mir, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche vorher, hatte ich mir einen Baum gefällt gehabt, der lag noch unten, den habe ich dann einfach hochgezerrt. Komischerweise muss ich sagen, gefühlt sind die Bäume da, keine Ahnung, noch mal ein Drittel schwerer wie die Bäume bei uns zu Hause. Also so ein Ding, davon trage ich euch 10 Stück, ja, im schönen Thüringer Wald. Aber hier, die Dinger waren echt schwer. Es kann aber auch sein, dass ich halt einfach sehr, sehr schwach war und sie mir einfach viel schwerer vorkamen. Gut. Ja, den habe ich dann hingelegt, habe mir ein Maß genommen. Das hier ist mein Zollstock. Und ja, alles andere erkläre ich jetzt gleich. Übrigens, ich habe hier wieder einen schweren Fehler gemacht. Ich wollte ja nur diesen Donnerbalken da installieren. Ich hatte mir meine Regenjacke angezogen, aber nicht meine Regenhose, weil ich einfach zu faul war. Ganz dumme Entscheidung. Meine Hose war dann komplett nass, also klitschnass. Ich konnte die ausringen und dann saß ich wieder, keine Ahnung, bestimmt 3 oder 4 Stunden am Feuer und musste die Hose trocknen. Und damit habe ich wieder Unmengen an Holz verbraten, ja, habe Unmengen an Energie verbrannt. Dumm, dumm, dumm. Niemals nachlässig werden. Diese kleinen Fehler, die können einen richtig großen Unterschied ausmachen. Das ist ja der Hauptträger von meinem Shelter und ich habe das einfach so in die Mitte reingekluppt. Falls mal mir was auf den Shelter krachen sollte, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit drin habe. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. So, dieser große Balken wird jetzt gestützt von der Stütze nochmal. Ich habe die jetzt auf Klemmungen reingeklopft. Damit habe ich nochmal deutlich mehr Stabilität reingebracht in die ganze Hütte. Und wenn mich das jetzt auch nicht vom großen Baum schützt, wenn da ein großer Baum drauf kracht, der geht durch. Aber es hat mich auf jeden Fall besser schlafen lassen, weil es mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ein Sturm ist was, wo man keine Kontrolle hat und auch nie bekommen wird. Ich habe jetzt versucht, mein Shelter zu verstärken, um ein bisschen Kontrolle reinzubekommen. Aber sollte so ein großer Oshimane hier umfallen und mir aufs Shelter krachen, ja, dann bin ich hin. Das ist ganz klar. Und sollte das jetzt hier wirklich in orkanmäßigen Böen enden, da würde ich hier rausgehen. Ja. Ja, Leute, ihr seht, es bleibt spannend. So viel kann ich sagen. Der Sturm kam. Schauen wir mal rein in Folge 8, was uns da erwartet. Wann ist der Punkt gekommen zum Aussteigen? Am 30. Tag! Yeah! Die Nacht war richtig, richtig Horror.
Boah, Leute, mein Rücken. Ja, mein Leben werde ich hier draußen nicht riskieren. Also nicht für sowas. Das mit Abstand Schlimmste, was ich körperlich gemacht habe. Also Leute, ihr seht, auch Folge 8 wird wieder Kracher werden, das kann ich euch versprechen. Schaut euch auf jeden Fall die komplette Folge an auf RTL Plus. Ihr seht noch so viel mehr. Ich kann ja nur wirklich nur kleine Bestandteile aus der Folge rausschneiden. Ihr seht den Kampfgeist von André, richtig krass. Ihr seht Davids Medical Check, ihr seht, wie Falk mit der Einsamkeit kämpft. Und ach, schaut es euch selber an und vergesst auf jeden Fall nicht das Abo und ein Like dazu lassen. Ich würde mich super freuen. Helft mir, den Kanal weiter aufzubauen, damit ich mehr Content machen kann. Also lasst mir ein Abo bitte da. Ich danke euch und wir sehen uns in der 8. Folge. Bleibt stark, euer Martin.